Wasseriden von Henze sind ja ein unglaublich vielschichtiges Werk. Aber ich glaube, das entscheidendste Thema und das Hauptthema des Stücks ist eigentlich die Frage, regiert der Kopf die Welt oder regiert das Gefühl, regiert der Trieb? Und wie können wir unsere Triebe kontrollieren? Das ist die Frage, die dieses Stück stellt. Als wir angefangen haben, dieses Stück zu konzipieren, standen wir vor der Frage, wie man das alles überhaupt darstellen kann. Also wie kann man Verstand darstellen, wie kann man Triebhaftigkeit und Sinnlichkeit auf der Bühne überhaupt darstellen. Und so haben wir uns eben entschieden, hier auf der Bühne eigentlich alles gleichzeitig zu erzählen, indem wir einerseits Pentheus Geisteswelt zeigen in Form einer Bibliothek, das ist die Welt des Verstands. Und darüber gibt es eine Welt, die der Zuschauer nie ganz genau sieht, das ist die Welt der Triebe. Ein dunkler Raum, ein schwarzes, zunächst ein Nichts für den Zuschauer, in das wir dann aber einen Kameramann mit Nachtsichtgerät hineinschicken, der uns dann also Bilder hervorholt, die ja wahrscheinlich mit Pentheus Unterbewusstsein und mit seinen Fantasien und mit seiner Vorstellung von Triebhaftigkeit zu tun haben. Eigentlich ist es die Geschichte einer Selbstvernichtung. Es ist die Geschichte, wie der König Pentheus es nicht schafft, Sinnlichkeit zu verstehen und zu verstehen, dass er selber auch ein fühlendes, ein der Sinnlichkeit zugetanes Wesen ist. Bei uns in der Aufführung ist nie ganz klar, ob Pentheus und Dionysos eigentlich zwei verschiedene Charaktere sind oder ob Dionysos nicht eigentlich nur die andere Seite von Pentheus ist, ob das nicht zwei Seelen in einer Brust sind. Die Schwierigkeit von uns Menschen ist ja, dass wir gleichermaßen Tiere wie auch Verstandswesen sind. Und das kriegen wir nicht richtig zusammen. Und davon erzählt das Stück.